Hallo, mein Name ist Cosmo und es freut mich, dass ihr euch hierher verirrt habt. Heute mache ich mal wieder ein ganz spezielles Video, denn wir haben etwas zu feiern. Wir haben gestern die großartigen 500 Nachos erreicht und dafür möchte ich euch unglaublich danken. Ich bin gerade ein bisschen gehypt von der Hintergrundmusik, wozu ich wahrscheinlich am Ende des Videos noch etwas sagen werde. Denn, naja, es ist nicht von mir. Aber gut, weiter im Text. Da ich dieses Video relativ spontan aufnehme, habe ich aber auch noch kein Skript oder sowas. Das heißt, ich rede jetzt hier frei raus und überlege mir eventuell spontan ein paar Themen, über die ich quatschen kann in den nächsten 2 bis 3 Minuten. Und ja, am besten fange ich einfach mal an. Thema 1. Was mache ich noch mit diesem Kanal? Nun, wie ich in einigen Kommentaren oder Videobeschreibungen erwähnt hatte, möchte ich in Zukunft etwas mehr auch noch in andere Richtungen gehen. Andere YouTuber würden es jetzt nennen, ach, ich möchte mich frei entfalten, aber nein, eigentlich möchte ich einfach bloß noch mehr bieten und mehr das machen, was mir Spaß macht, weil ich liebe es, Stücke zu komponieren und sie zu covern. Das ist ungelogen wirklich eines meiner größten Hobbys. Aber ich habe noch andere Hobbys und dazu zählen halt unter anderem Zeichnen und Synchronsprechen. Und ich dachte mir einfach, irgendwie kann man das doch auch verbinden. Ja, kombinieren, nicht komponieren. Jetzt war ich wieder in dieser Schiene drin. Nein, man kann es doch irgendwie kombinieren und daraus etwas Cooles machen. Etwas richtig Gutes, was eventuell noch nicht da gewesen ist. Und das ist eine Sache, an der ich momentan eventuell arbeiten werde. Aber es ist noch nichts Festes und eventuell mache ich auch irgendwann mal ein 50 Fakten über Cosmoki Video. Aber das hat alles noch seine Zeit. Und da das Video jetzt langsam zu Ende ist, kommen wir zu Thema 2. Es wird keine Piano-Tutorials mehr geben. Es sei denn, es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr hohe Nachfrage auf ein bestimmtes Lied. Da ich mich nicht in diese Schiene begeben möchte von den YouTubern, da gibt es schon genügend Leute, die das machen, die das klauen, was auch immer. Und ich möchte halt nicht dazugehören. Ich möchte halt einfach meine Lieder so präsentieren, wie sie sind, von mir. Und ich hoffe, das ist okay. Thema 3. Wie ich am Anfang dieses Videos schon erwähnte, habe ich mir für mein Special mal was ganz Spezielles ausgedacht. Oh, was denn? Schön, dass du fragst. Ich dachte, ich promote einfach mal eine andere Band. Was denn für eine Band? Ihr Name ist Her Last Letter und sie schreiben Musik in dem Stil, wie du ihn im Hintergrund hören kannst. Sollte das deinen Interessenbereich abdecken, dann fühl dich doch eingeladen, einfach mal auf ihrem Channel vorbeizuschauen. Der Link ist in der Videobeschreibung und hier oben in der Ecke. Das war's jetzt aber auch schon wieder mit der Werbung und auch mit mir. Bleib dabei, ich freue mich drauf. Bis dann.